Hallo, mein Name ist Stefan. Ich mache jetzt YouTube, werde steinreich und berühmt. Herzlich willkommen zu Stefan entdeckt die Welt, zum zweiten Teil des Kindergarten Kaffee und Karen Videos. Und ihr solltet natürlich unbedingt erst den ersten Teil schauen, damit ihr alle Protagonisten des Videos schon kennt, wenn ihr jetzt hier schaut und wisst, worum es geht. Hier sind wir jetzt in dem Kindergarten in dem Karendorf, da habe ich ja das letzte Video aufgehört, damit es nicht zu lang wird, und mache heute weiter. Schaut mal, da ist alles Corona-gerecht vorbereitet, soweit das irgendwie geht. Also draußen sind Abtrennungen im Essensbereich, trotzdem ist auch der Kindergarten geschlossen. Und da ist dieser Waschbereich, den die Familie hier auch gespendet hat. Ja, und das ist bitter. Jetzt war die Direktorin dieser Einrichtung aber da, die war so nett und hat uns reingelassen, hat uns den Raum gezeigt. Im Wesentlichen ist das ein großer Raum, wo die mit 26 Kindern sind, in drei Altersgruppen. Die Kinder sind hier zwischen 3 und 5 Jahren alt. Und neben diesem großen Raum gibt es noch ein kleines Büro und einen Raum für die Hygiene, wo also auch gewickelt werden kann zur Not. So wie das Schulsystem hier in Thailand eher aus dem englischen Bereich geprägt ist, habe ich den Eindruck, ist das im Kindergarten auch. Also überall diese Lerntafeln, Anlauttafeln an den Wänden, Spielmaterial eher weniger, dafür viel Platz. Ja, alles wird bebildert, mit Piktogrammen wird viel gearbeitet. Also eher so, es geht schon Richtung Lernen und nicht freies Spiel, wobei ich das im Alltag hier dann auch schon auch anders beobachtet habe, aber konzeptionell ist das sicherlich eher ein Lernort als ein Erfahrungsort. Also die Leute von euch, die ein bisschen was mit Kindergarten zu tun haben, die wissen, was ich meine. Ja, jeder deutsche Sicherheitsbeauftragte würde hier sofort tot umfallen, macht aber nichts, das funktioniert alles trotzdem wirklich gut. Und ich habe den Eindruck, die haben ja alles, was sie brauchen. Also dieser Kindergarten, das hat wirklich Spaß gemacht zu sehen. Ich wäre gerne mal an so einem Platz, wenn Kinder da sind, und werde das auch mal versuchen, wenn Corona hier mal so weit durch ist, dass es ja von der Impfquote her so geht oder dass man einfach wieder sich normal bewegen kann, was ja irgendwann in ferner Zukunft hoffentlich mal wieder ist, dann werde ich auch mal gucken, ob ich manchmal irgendwo einen Tag mit Kamera und Equipment in so einen Kindergarten reinkomme, und dann mache ich nochmal ein richtiges Kindergartenvideo mit Kindern. Klar. So, hier ist nochmal der Schulhof von dieser Schule und von diesem Kindergarten. Und ja, da haben auch ein paar Jungs rumgelungert. Die fanden das natürlich toll, dass wir da waren. Gab es was zu gucken?
Nach der Schule und dem Kindergarten sind wir dann nochmal rübergefahren in dieses Café, wo wir ja zuerst aufgeschlagen sind. Ich habe euch hier auch mal ein paar Bilder von drinnen mitgebracht und haben uns da erstmal nochmal ein bisschen häuslich niedergelassen, was getrunken. Und direkt vis-à-vis von dem Café war dann eben die Möglichkeit mal zuzuschauen, wie der Kaffee dann nach der Ernte, also diese roten Beeren, die dann gepflückt sind, wie die dann verarbeitet werden. Das Café ist sehr modern eingerichtet, da läuft westliche Musik und Preise sind absolut vertretbar. Schönes Plätzchen, natürlich gibt es den Link in der Videobeschreibung. Das ist jetzt auf der anderen Straßenseite, seht ihr diesen Schuppen. Die Schale, die Abfall von Schale. Das ist alles Abfall? Ja. Was machen wir? Kann man das noch als Tierfutter benutzen, die Schale? Weil wir haben die ja eben auch gegessen, die Beeren, ne? Ja, keine Ahnung. Ja. Ja, muss ich besser, sonst blendet die Sonne so. Also diese Kaffeebeerenmaschine macht einen Höllenlärm und schält jetzt diese rote Schale runter. Übrig bleiben pro Bohne dann, nein, falsch, pro Beere dann 2 Kaffeebohnen. Die sind noch mit so einer schleimigen Schicht überzogen und die werden dann auch nochmal ausgiebig gewaschen, rechts in dieser blauen Wanne. Und danach kommen die auf diese Trocknungstische. Und das Material wird dann verkauft an, ja, in diesem Falle Starbucks. Die haben aber auch noch ein paar andere Abnehmer, nicht nur die, aber durch die ist es halt hier oben jetzt wirklich groß geworden und eine tolle Einnahmequelle geworden für viele im Dorf. Und die haben uns auch die Preise gesagt, also die bezahlen die ordentlich. Da können die vernünftig mit wirtschaften, die müssen das Zeug also nicht unter Preis abgeben, das scheint okay zu sein. Kaffeeanbau an sich gibt es da oben schon fast 20 Jahre, aber erst die letzten Pi mal Daumen 11 Jahre haben die angefangen, Sortenreihen Arabica anzubauen, und da hat das auch dann eben angefangen, dass sie größere Kunden bekommen haben. Und darüber hat sich das dann so entwickelt, wie es jetzt ist. Also mittlerweile sind alle Familien da oben mehr oder weniger irgendwie mit dem Kaffee-Business mit drin. Der Bruder von der Amporn, der ist eben da oben stellvertretender, ja, wie sagt man da, Bezirksbürgermeister oder sowas. Stellvertretender Landrat wäre das, glaube ich, in Deutschland. Betreibt aber eben auch noch dieses Café, hat aber auch noch Landwirtschaft, hat uns dann abends einen Riesensack noch Kohl mitgegeben. Da durfte ich dann auch welche von haben. Und oben wird halt auch Bio angebaut. Also da gibt es auch wieder so königliche Projekte, die in irgendeiner Art und Weise vom Königshaus dann gesponsert werden. Und ja, wo dann eben, wie sagt man da, Lehrer ist jetzt doof, Berater mit in die Dörfer gehen und mit den Leuten eben Pläne erarbeiten, wie sie da Landwirtschaft betreiben können mit einem besonderen Schwerpunkt, der dann auch einen entsprechenden Ertrag bringt. Ja, und solche Gespräche kannst du natürlich nur machen, wenn du A, jemanden dabei hast, der übersetzt, und B, wenn du da als Gast hinkommst, irgendwie an die Familie andocken kannst. Das machst du nicht, wenn du mal eben da zufällig vom Motorrad fällst, um einen Kaffee zu schlürfen. Also nochmal ganz, ganz lieben Dank an meine Schweizer Freunde, die mich da mitgenommen haben. Amporn und Manuel und Jasmin, das war echt lieb von euch und für mich war das ein ganz toller Tag.
Nachdem wir zuschauen konnten, wie der Kaffee da veredelt wird, haben wir dann auf der anderen Straßenseite uns nochmal in eine von diesen Holzkabinen gesetzt. Da gab es für mich getrocknete mit Zitronenblättern und was weiß ich, frittierte Pilze, die waren super lecker. Also alles so kleine Snacks. Wir haben dann ein, zwei Bier getrunken und haben einfach da gemütlich gesessen und der Sonne beim Untergehen zugeschaut, haben das Farbenspiel ein bisschen beobachtet. Ja, und es gab viel zu erzählen, viel zu quatschen und es war einfach urig und gemütlich und wir hatten einen wunderschönen Abend und sind also wirklich bis lange nach Sonnenuntergang da sitzen geblieben. Und es hätte noch die ganze Nacht weitergehen können, aber es wurde kalt und ich wollte natürlich dann auch irgendwann mal wieder nach Hause. Meine arme Sopar war hier ganz alleine auf dem Riesenland. Und ich musste ja auch von Chomtong dann noch mit dem Motorrad wieder nach Hause fahren im Dunkeln. Das habe ich ehrlich gesagt auch noch nie gemacht, da hatte ich ein bisschen Respekt vor, das ging aber, weil auf den kleinen Nebenstraßen war außer mir kaum jemand unterwegs. Ich hoffe sehr, dass euch mein Video so viel Spaß gemacht hat, wie mir der Tag mit der Familie Meier oben in den Bergen von Chiang Mai bzw. Chomtong. Das war ein super Tag, ich habe ganz viel Neues gelernt, ganz viele neue Freunde gewonnen, Erfahrungen gemacht. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann macht bitte eins, seid so nett, drückt den Daumen nach oben, lasst mir ein Abo da und drückt die Glocke, damit ihr Bescheid wisst, wenn was Neues kommt. Ich bin raus. Tschüss, euer Stefan aus Thailand.